Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devily Crochet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier in meinem kleinen Handarbeitspodcast Sweet Little Things. Hier geht's ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen und all die süßen Dinger drumherum. Und ja, ich freue mich, egal ob ihr neu zu mir gefunden habt oder ob ihr mir schon länger folgt. Es gab wieder eine kleine Pause. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch nachher. Ich versuche mal heute ein bisschen die Reihenfolge so einzuhalten, dass ich euch wirklich erst die handarbeitsmäßigen Sachen zeige und dann, dass wir dann weitergehen zum Gelaber. Genau, in der Zwischenzeit ist ein bisschen was fertig geworden. Ich habe mir nämlich auf die Fahne geschrieben, ein paar Projekte von mir fertig zu machen. Auf Instagram sieht man ein Bild, wo ich gepostet habe, was ich alles in Arbeit habe. Ich werde euch das jetzt mal einblenden. Und zwar habt ihr auf dem Bild gesehen, glaube ich, eine Mütze, einen Cardigan für mich, ein Oberteil für mich, einen Babypullover. Ich glaube, es waren 9 angefangene Paar Socken. Und 2 Tücher, wenn ich mich richtig erinnere. Zu den Socken kann ich sagen, ich habe die 3 auf einer Rundstricknadel aus 8-fach Wolle, also aus doppelt gehaltener 4-fach Wolle, wieder aufgeribbelt. Habe dann eine Socke sogar schon relativ weit wieder gestrickt, um dann festzustellen, dass ich die zweite Hälfte der Wolle nicht mehr finde. Das heißt, ich könnte die zweite Socke gar nicht stricken. Deshalb ruht das jetzt erstmal. Ich sehe gerade ein Projekt, wo ich gar nicht weiß, ob ich euch das schon fertig gezeigt habe. Aber ein paar andere Projekte sind fertig geworden von dem Bild. Ich habe Neues angeschlagen. Es ist bei mir was Neues angekommen. Ja, und deshalb würde ich sagen, fange ich mal an und zeige euch das Projekt, wo ich nicht genau weiß, ob ich euch das letzte Mal schon fertig gezeigt habe. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar ist das der Tristan Cardigan. Also erst nicht hundertprozentig fertig, weil ich noch keinen Verschluss hier ran gemacht habe. Das ist ein kleines Babyjäckchen und leider sieht man hier die Verzopfung gar nicht so. Doch, jetzt sieht man sie, ne? Da sind nämlich Verzopfungen vorne drauf und der ist fertig. Das ist eine freie Anleitung zu finden auf Ravelry, ist auch bei meinen Projekten verlinkt. War schnell und einfach zu stricken und hat echt Spaß gemacht. Ja. Gestrickt aus Knit-Cred-Wolle vom letzten oder vorletzten Jahr, mit der ich nichts anzufangen wusste. Aber so für so ein Baby-Jäckchen finde ich die Farben ganz hübsch und ist auch schön weich. Oh, entschuldigt bitte. Dann habe ich endlich für meinen großen Sohn den Gordon fertig gemacht, den zweiten. Ja, da musste ich hier ein etwas anderes Braun nehmen als hier, weil ich die Farbe nicht mehr wiedergefunden habe. Und der ist auch fertig. Der ist ein bisschen größer, der ist aus 6-fach Wolle. Hieraus habe ich ja Socken gemacht für meine Schwägerin ins B, für meinen Schwager ins B und für meine Schwiegermutter ins B. Ja. Und das ist Gordon fertig. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry und es tut mir leid, dass das Licht hier heute spinnt. Wahrscheinlich darf ich nicht so dicht rangehen. Aber so sehen die Farben auch ganz passend aus und Kasimir leckt den Tisch ab. Ja, super Resteprojekt, kann ich dazu nur sagen. Gestrickt habe ich den auf 3,0er Nadeln und zwar die Adi Crazy Trio. So. Dann das nächste Projekt, das ihr zumindest schon angeschlagen könntet, sind meine Urlaubssocken Nummer 2 aus einer, das Muster ist aus einer Zeitschrift. Ich kann euch gar nicht genau sagen, aus welcher. Ich habe das Muster aber verlinkt. Ich habe es auf Ravelry gefunden. Ich glaube, es ist kostenfrei. Und da war ich das letzte Mal bei beiden Socken hier. Und das kam hinzu. Das habe ich ja gestrickt aus so einer Online-Wolle, wo es 2x40 Gramm Stränge gab und ich habe den Farbverlauf nicht ganz ausgeschöpft. Hier wäre es noch ein bisschen weiter gegangen, dann wäre noch eine Zwischenfarbe gekommen und dann dieses Dunkle.
Aber ich wollte ja keine Kniestrümpfe. Also mir reicht es so von der Höhe. Die sind mir ein bisschen zu groß, aber es findet sich schon jemand, der die haben möchte. Gestrickt auf 1,75er Rundstricknadeln von Haya Haya, weil ich 60 Maschen hatte, aber die Wolle irgendwie auch so ein bisschen. Die war jetzt nicht dicker als andere, eher dünner, aber die war auch nicht richtig verzwirnt. Und dann mit dem Lace-Muster und also so von der Passform her passen sie mir super. Was die Weite angeht, die sind mir nur ein bisschen zu lang. Also es ist eher eine 38-39 als eine 36-37. Aber dann wandern die erstmal in die Geschenkekiste und dann ist gut. Hätten die jetzt was Grünes mit bei, hätte ich die auch super spenden können für die Aktion Grüne Socke Eierste für den Eierstockkrebs e.V. So. Ich rase hier heute durch, ne? 5 Minuten gerade vorbei mit Intro und allem drum und dran und schon 3 Projekte fertig gezeigt. Dann als nächstes, wo wir gerade beim Eierstockkrebs e.V. waren, ich habe das dritte Paar fertig bekommen, das ich spenden möchte. Da war ich beim letzten Mal bei der letzten Socke hier, bei der zweiten. Das kam noch hinzu. Das sind ja Socken mit dem Skippy-Muster von Annette the Nerd Knits. Der Seite und hier auf der Seite. Die Wolle weiß ich nicht mehr, was das war. Ich würde mal schätzen, das ist eine Trekking. Könnte sogar eine Trekking Bleached gewesen sein. Ist handgefärbt, aber ich glaube nicht von mir. Und gestrickt auf 2,5er Nadeln und das ist eine Größe 38 bis 40, würde ich sagen. Also so 39, 40 auf jeden Fall. Ja, da muss ich sehen, dass ich jetzt dann mal ein Päckchen fertig mache. Entweder jetzt noch vor Weihnachten oder mich kribbelt es eigentlich in den Fingern, noch ein paar zu stricken. Dann vielleicht nach Weihnachten. Also im neuen Jahr. Ich muss mal gucken. Aber die anderen beiden Paar habe ich auch schon gut zur Seite gelegt. Die werden ja nicht schlecht. Genau. Die Lauflänge müsste auch 420 Meter auf 100 Gramm sein. Dann habe ich noch ein paar fertig gestrickt. Zwar aus Sechsfachsockenwolle von Butinette für meinen Schwager in spe. Da war ich beim letzten Mal hier. Und dann kam nur noch ein bisschen Fuß und die Spitze hinzu. Ach, da sehe ich, merke ich gerade, muss ich noch einen Faden vernähen. Da habe ich hier so ein Muster eingestrickt, damit es nicht ganz so langweilig ist. Der Fuß ist glatt. Und ich stricke immer nach der Regia-Sockentabelle, weil bisher passt die immer. Klar, wenn ich weiß, jemand hat eine Schuhgröße 36, dann gucke ich bei der 36, 37, dass ich vielleicht ein, zwei Runden weniger mache, als ich bei einer 37 machen würde. Aber alles in allem passen die eigentlich immer super. Ich nehme höchstens 4 Maschen weniger. Weiß ich gar nicht. Also wenn 60 Maschen für Größe 36, 37 angegeben ist, dann nehme ich nur 56. Und das sind, wie gesagt, die Socken. Die habe ich auf 3-0er Crazy Trios gestrickt. Momentan stricke ich ganz gerne mit den Trios. Ja, ich habe hier tatsächlich noch einen Faden, den ich nur abschneiden muss. Seht ihr? Gute, wenn man dann hier sitzt. Vernäht ist er schon. Kann ich hier? Habe ich den hier auch schon? Ne, der ist abgeschnitten. Okay, dann sind die auch fertig. Also 3 Paar Socken fertig. Und dann hatte ich ja auf den Nadeln auch schon seit einiger Zeit die Handstulpen für meine Schwester, wo sie sich die Wolle selber gefärbt hat, aus meiner Alpaka Sock Space. Ich glaube, da ist nichts mehr im Shop von. Ich glaube, das wo ist jetzt ausverkauft. Und zwar sind das Stulpen oder Marktfrauenhandschuhe mit Käppchen. Mir sind die etwas zu kurz. Hier habe ich einen Knopf dran genäht. Bei der anderen auch. Und dann kann man hier das abmachen und sich die Fingerkäppchen hier drüber ziehen. Genau. Also sie würden für mich auch funktionieren. Ich glaube, meine Schwester hat ein müh schmalere Finger als ich, nicht schmalere, kürzere Finger als ich.
Und ansonsten würde ich das hier oben noch mal aufmachen, würde noch mal ein paar Runden rumstricken. Das ist ja nicht das Problem. Aber die finde ich super. Mein Freund hat auch schon Bedarf angemeldet. Der hätte auch gerne Stulpen mit Käppchen. Käppchen ist hier auch angestrickt, ne? Ist nicht angenäht oder so, es ist angestrickt. Die Anleitung ist eine kostenfreie Anleitung auf Ravelry. Ich habe sie auch verlinkt. Das ist die 2-in-1-Mits von, ich habe keine Ahnung, gestrickt auf 2,5er Nadeln. Ich glaube auch auf Trios. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnten auch Trios gewesen sein. Lauflänge sind 320 Meter oder 325 Meter auf 100 Gramm. Und die Zusammensetzung ist, glaube ich, 80 Merino, 20 Alpaka oder 60 Merino, 20 Alpaka. Wohnt in einem meiner kleinen Projektbeutelchen. Und da möchte ich allen danken, die so fleißig schon zugeschlagen haben. Die Taschen sind alle ausverkauft. Und ja. Es ist auch eine Menge Wolle schon weg. Also danke, danke, danke für alle, die am Sale teilnehmen sozusagen, bevor der Umzug hier losgeht. Dazu erzähle ich euch später auch noch was. Mit dem Code MOVING10 oder MOVING10, also MOVING10, bekommt ihr 10% Rabatt auf mein gesamtes Sortiment. Das tolle Nadelset Knit and Zip habe ich auch nachbestellt gehabt, nochmal einige Sets. Da ist jetzt, glaube ich, wieder nur noch eins drin. Aber sollte da noch Nachfrage bestehen, könnt ihr mich gerne anschreiben oder wenn ihr andere Sets von Knit Pro haben möchtet, schreibt mir das, dann gucke ich, ob es sich lohnt für mich beim Großhändler zu bestellen und dann würdet ihr die natürlich auch mit einem Rabatt von 10% bei mir bekommen bis 31.12.2021. Da ist Jaro hinter mir, der war gestern gar nicht gut drauf nach seiner Kastration. Aber mittlerweile hat er sich erholt. Und nein. Nein. War noch von unseren Pommes. Ja, aber jetzt hat er sich erholt. Jetzt ist er frech wie eh und je. Und kastriert. Jetzt kommt vielleicht Kasimir auch wieder ein bisschen zur Ruhe, weil Jaro doch wirklich sehr rüpelhaft wurde. Plus, dass er angefangen hat zu markieren, was auch nicht sonderlich lustig war. Aber egal. So, achso, das sind neu angeschlagen. Dann habe ich noch drei fertige Projekte, wovon ihr eins kennt und zwei neu angeschlagen waren. Und zwar das, was ihr kennt, ist die Mütze für meinen Freund. Er hat sie schon aufprobiert. Die passt also hundertprozentig, ist sie noch nicht fertig. Ich warte noch auf die Kunstfellbommel, die hier oben drauf kommt. Das ist die Headsock. Von, ich weiß wieder nicht wer, eine kostenfreie Anleitung. Und die ist gedacht, dass man das halt umklappt und dann doppelt hat. Ich guck mal kurz. Genauso. Dann kommt hier oben noch eine Bommel drauf, die hat sich mein Freund gewünscht. Und ja, das ist aus meiner Smooth Yak Base, die ich mal im Shop hatte, die bei mir aber gar nicht gut verkauft wurde. Das ist 60. Yak 20 Seide, 60 Merino, 20 Yak 20 Seide mit 366 Metern auf 100 Gramm. Das ist die, die so graubraun ist von Natur. Und die habe ich in einem Navy Blau überfärbt. Ja, die hat mich Nerven gekostet, weil was ich an Socken am meisten hasse zu stricken, ist das Bündchen. Das ist nur Bündchenmuster. Das verdammt nochmal nur Bündchenmuster. Irgendwie, ich glaube, 22 cm Bündchenmuster mit 144 Maschen waren es, glaube ich. 22 cm hochstricken und dann kommen die Abnahmen. Ja. Gestrickt auf 2,5er Chiagunadeln aus dem Miniset, aus dem roten. Die sind auch noch im Shop. Mal gucken, man macht die Abnahme nämlich inside out. Dann kann ich euch zeigen, wo ich das letzte Mal war. Da war ich hier und das alles habe ich noch gemacht. Das ist sozusagen die Seite, die ich euch immer gezeigt habe. Dann wurden die Abnahmen gemacht und dann hieß es einmal inside out und dann hat man hier nämlich die schönen Abnahmen. Ja, auch das fertig.
Dann kamen zwischenzeitlich zwei Knit-Crats bei mir an. Also eigentlich dachte ich, es wäre noch eins angekommen mit einer grauen Wolle. Wartet mal, ich guck mal kurz. Nee, also ich habe jetzt nichts hier. Es heißt aber nichts. Es kann auch sein, dass ich es einfach nur verbuddelt habe. Und zwar eins, das kam kurz nach dem letzten Video an. Ich kann euch gar nicht sagen, von welchem Monat das ist, weil das nicht drauf steht. Ist auf jeden Fall. Na, es könnte Oktober gewesen sein, weil es heißt Night of the Living Yarn. Oder Juli? August, September, September könnte das gewesen sein. Und das ist Sanguine, also Blut heißt die Farbe. Und das ist wieder Lana Dusk. Und zwar ist das 60% Huayra Alpaka und 40% Suri Alpaka. Ist ein DK-Weight mit 211 Metern auf 100 Gramm. Ja, es trifft die Farbe ganz gut. Finde ich ganz hübsch. Muss ich mal gucken, was ich draus mache. Gab es zwei davon. Und es gab einen Patch zum Aufbügeln als extra. Genau. Andere Farben wären noch gewesen: Midnight und Brains. Midnight ist ein Grau und Brains eher so ein Neongrün. So, und dann kam an das Cred von, das müsste dann Oktober gewesen sein. Das Goodie ist so ein kleiner Notizblock hier. Und die Wolle sieht so aus. Das ist wieder Lana Tweedy Sheep. Das ist eine Tweed-Wolle. Die Farbe ist Pumpkin Spiced Everything. 90% Wolle, 10% Donegal Naps. Ist ein Aran-Weight mit 137 Meter auf 100 Gramm. Da kann ich euch nur noch einen Strang zeigen. Und das ist vom zweiten übrig. Denn ich habe gestrickt diese hier. Das sollten eigentlich Stulpen werden für meine Schwägerin in Spe, weil die auf Orange steht. Aber die hat, glaube ich, genauso dicke, schrägstrich dünne Hände wie ich. Und die sind ein bisschen zu groß. Die sind hier ein bisschen zu weit. Meinem Freund passen sie super. Meinem Freund gefällt die Farbe nur nicht. Also kommen die auch in die Verschenkenkiste. Irgendwann wird sich schon jemand finden oder vielleicht behalte ich die trotzdem. Aber hier sieht man ganz schön, dass die mir doch etwas zu groß sind. Und mein Freund möchte halt auch welche haben mit einer Handklappe. Aber das wäre hier, das ist auch eine Gratisanleitung. Ich glaube, Silent Water Mitts oder so heißen die. Ist aber auf Ravelry alles verlinkt. Hier könnte man auch super die Klappe dann anbringen und alles. Habe ich gestrickt auf, ich glaube, 4-0er. 4-0er oder 4-5er. Crazy Trios. Garnverbrauch und sowas, alles in meinen Ravelry-Projekten. Und falls jemand Probleme hat mit Ravelry und das nicht, ja, wegen der Gesundheit nicht benutzen kann, der kann mich auch gerne anschreiben. Dann kann ich die Infos auch so weitergeben. Genau. Dann ist etwas fertig geworden. Ich weiß nicht, ob ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe oder nicht. Falls ja, entschuldigt. Und zwar ein kleines Adventskalendersäckchen. Und zwar ist das nicht ein Adventskalender, den ich mache, sondern den ich mit mehreren zusammen mache. Ja, für eine Aktion, für eine Spendenaktion. Und da habe ich das hier gestrickt. Das hat hier so ein Lochmuster. Ich wollte die Socke nochmal feucht machen und auf einen Sockenspanner machen. Das ist eine Größe 24-25. Und ja, hier kommt die Farbe gut raus. Das ist meine Farbe Cheryl auf Simply Sock. Ich mag die Farbe total. Ich bin im Überlegen, mir da draußen Pullover zu machen. Gestrickt auf 2,5er Nadeln. Das Muster war aus dem großen Strickmusterbuch.
Ja, wir hatten eine Vorgabe, wie lang das Bündchen sein muss, wie lang der Schaft sein sollte, dann die Bumerangferse und dann Fuß, ne? Ja, ist nicht so viel dazu zu sagen. Das waren meine fertigen Projekte. Dann kommen wir mal zu einem Fortschritt. Und zwar gibt es einen kleinen Fortschritt an meinem Feuerwehr-Dino für meinen Freund. Und zwar war ich da das letzte Mal hier ungefähr. Und das alles kam hinzu. Ich bin jetzt wieder an den Abnahmen für den Kopf. Das wird der Kopf mit der Schnauze. Kommen dann die Augen rauf. Und den Körper habe ich ja schon. Ich habe mich jetzt entschieden, das kriegt er nicht zu Weihnachten. Bis Weihnachten werde ich das nämlich wahrscheinlich nicht fertig kriegen, sondern dann zu Ostern. Es soll ja der Feuerwehrdrache werden von Hava Ünlü. Ich verwechsel die immer mit Maler Design. Und zwar nochmal zur Erinnerung, der hier. Blumi oder Blummy, the Fire Dragon. Feuerwehrman Dragon. So. Das häkel ich aus meiner GOTS GOTS zertifizierten Baumwolle von Mondial, die Cotton Soft Bio mit 180 Metern auf 50 Gramm und 100% Baumwolle. Ist halt für die Spielzeugherstellung geeignet. Ja, in verschiedenen Farben, in diversen Farben. Jetzt habe ich auch gesehen, wo mein anderes rotes Knäuel ist, was ich gesucht habe. Ja. Ich glaube, dann kann ich euch noch einen Fortschritt zeigen. Ich versuche mal hier meine Sachen mal hier ein bisschen nach oben zu holen, was da unten liegt. So, hier ist gar nichts drin. Batch, hier ist ein Fortschritt drin. Da ist Planung drin und zwei neu angeschlagene Sachen. Genau. Dann erstmal der Fortschritt. Und zwar habe ich euch ja schon die eine fertige Mojo-Socke gezeigt. Und an der zweiten ging es ein klitzekleines bisschen weiter. Stricke die auf den Haya Sharp. Dem Haya-Haya-Sharp-Nadelspiel. Ja. Und zwar war ich da beim letzten Mal hier. Und das kam hinzu. Also die Section mit dem rechts-links. Und dann zwei von den Rollen. Also eine Rolle und eine Glatt-Rechts-Section. Ja. Das ist eine Butinette-Sockenwolle aus dem Paket St. Peter. Nee, St. Petersburg. Und ja, kann man nicht so viel sagen. Die Anleitung ist eine Gratis-Anleitung. Dolphins Mojo Socks aus dem Junghans Handarbeitsstudio. Kann man sich da runterladen. Ist in verschiedenen Größen und mit Bumerangferse. Viele andere Gratis-Anleitungen sind ja mit Käppchenferse. Die ist mit Bumerang. Tja. Wohnt hier in meiner Tasche von eBay. Da möchte ich mich nochmal ganz, ganz lieb bedanken. Sie hat mich im letzten Video so lieb erwähnt und auch auf meinen Sale hingewiesen. Danke, Süße. Ja, dann kommen wir zu zwei neu angeschlagenen Projekten. Und zwar habe ich für die Tochter einer Freundin etwas angeschlagen. Ich darf stricken. Sie, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, durfte sich aussuchen. Also ich habe ihr den Link zu Drops-Anleitungen geschickt. Und sie durfte sich aussuchen, was sie haben möchte. Und sie hat sich ausgesucht den Marigold Sweater. Sweet Marigold Sweater. Ja. Kann ich nicht so viel zeigen. Das ist so ein Sweater mit so einem sehr, sehr schönen Lace-Muster, was mich anfangs an den Rande der Verzweiflung gebracht hat, weil Drops-Einleitungen jetzt nicht immer so leicht verständlich sind. Wenn man macht, was da steht, kommt man eigentlich ganz gut durch die Anleitung durch. Wenn man sich aber für schlauer hält als die Anleitung, dann nicht. Dann muss man alles nochmal ribbeln und muss nochmal von vorne anfangen, nachdem man schon mal so weit war und sich dann das ganze Muster komplett verzogen hat und überhaupt nicht aufgegangen ist. Ja,
Stricken tue ich das aus einer Wolle, die sie sich auch ausgesucht hat. Das ist meine Simple Fox Space in der Farbe Rosy Light. Ja, so ihr. Rosy Light. Es strickt sich an und für sich super. Und ich denke, da werde ich heute auch. Oh, ich habe Fusseln in der Nase. Die fliegen auch hier noch rum. Ich weiß gar nicht, wovon. Ja, dieses Alpaka-Zeugs. Boah. ja, daran werde ich weiter stricken. Da möchte ich diese Woche die Armabteilung zumindest hinbekommen. Ja. Wenn einem dann nicht immer zwischendurch noch andere Projekte zwischenhüpfen würden, ne? Ich habe nämlich noch ein neues Paar Socken angestrickt. Und zwar auch für meine Schwiegermama in spe. Mit einem, auch wieder ein Muster aus dem großen Musterbuch. Zwar habe ich hier oben so ein Lace-Muster. Und der Fuß wird glatt rechts gestrickt. Und ich stricke das auf 2,25er Zing Mini-Rundstricknadeln. Ja. Und das ist auch eine Butinette-Sockenwolle. Und wartet mal, ich kann euch gleich sagen, was für eine, beziehungsweise aus welchem Paket. So, da bin ich wieder. Ich muss mich erstmal noch ein bisschen mit dem Handy vertraut machen. Mir ist nämlich letztens mein Handy runtergefallen und ich brauchte ein neues. Die Wolle, da waren wir stehen geblieben, die ist aus der Serie Grenoble. Und Knister, Knister, da habe ich noch zwei. Also es war eine grüne, eine blaue und so eine orange-braune. Und da ist die Idee, dass hier auch nochmal Socken für meine Schwägerin draus werden und hier Socken für meinen Schwager. Irgendwann mal, so ich denn Zeit habe. Wobei ich dachte, dass der Farbverlauf ein bisschen schneller geht, also ein bisschen kürzer ist. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Genau. So. Dann habe ich gestern, ich glaube gestern oder vorgestern, was Neues angeschlagen, und zwar ein Pullover. Eigentlich für den Sohn meines Freundes. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob er den wirklich für seinen Sohn haben möchte. Ansonsten zieht mein Großer den an. Ich stricke den nämlich so nach der Anleitung vom Flex von Tinkenitz, und zwar die Größe 2 bis 4 Jahre. Und der Kleine von meinem Freund wird 2 Jahre. Mein Kleiner ist gerade 3, also ist im Sommer 3 geworden. Da bin ich soweit. Ich habe gerade das Bündchen angefangen. Und weil ich nicht wusste, ob mir die grüne Wolle hier reicht, weil ich davon nur 2 Knäuel und ein angefangenes hatte, habe ich mir gedacht, hey, kaum wird ein Winterpullover, ist echt eh mega dick. Ich mache einfach in 2 anderen Farben ein Einstrickmuster rein. Und es gefällt mir. Ja, also da kommt jetzt das Bündchen ran, dann die Arme und dann ist fertig. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, die Wolle hat 170 Meter auf 100 Gramm. Das ist eine Wolle von Seemann. Ich glaube, 80 Poly, 20 Wolle oder so. Aber die fässt sich super an. Ich habe damit schon meinen Pullover für meinen Großen damals gestrickt. Den hat er rauf und runter getragen. Also alles super. Das ist auch sowas, was man anziehen kann, wenn es im Frühling schon wieder ein bisschen wärmer wird, ohne eine Jacke drüber zu ziehen, ne? Also dann zieht man sich schön da drunter im Zwiebellook an und dann den drüber und fertig. Genau, zu der Wolle kann ich euch jetzt nichts weiter sagen, weil ich habe die Banderole auch nicht mehr dazu. Ja, den stricke ich das Bündchen auf 4,0er Nadeln und den Körper hatte ich auf 5,0ern gestrickt. Damit bin ich von der Weite her auf die Maschenprobe gekommen. Nur in der Höhe ist meine Maschenprobe extremst abgewichen. Also ich sollte nach den letzten Raglan-Zunahmen, sollte ich laut Anleitung noch 4 Runden stricken. Oder eben bis ich die gewisse Länge erreicht habe. Aber um die gewisse Länge zu erreichen, musste ich, glaube ich, noch, also nach den 4 Runden nochmal, ich glaube, 8 oder 10 dran stricken. Aber ist ja jetzt kein Problem, strickt man halt ein paar Runden mehr, ne? Genau. Und das sind die Nadeln aus dem Knit and Zip Set von
Nicht Pro. Und das ist Latte. Ich weiß gar nicht mehr, welche die 5er. Die sahen auch so schön aus. Ich freue mich ja immer. Wartet mal, wenn ich die Nadeln benutzen kann. Weil die einfach so schön aussehen. Und das haben mir ja viele von euch auch bestätigt, die ihre Sets jetzt auch schon bekommen haben. Die sind auch einfach nur verliebt in die Nadeln, ne? Also die sind wunderschön. Genau, die 5er waren Macchiato. Also habe ich mit Latte und Macchiato den Pullover gestrickt. Ich finde die einfach nur. Ich finde die wirklich einfach nur so schön. Ich finde die so wunderschön. Und das von mir, wo ich normalerweise nicht so wirklich der Holzfan bin. Aber es macht wahrscheinlich die Kaffeethematik. Die reißt's wieder raus. Ja. So. Dann ist bei mir noch so etwas eingezogen. Und ein bisschen Stoff. Denn ich möchte Taschen nähen. Für mich. Und da werden sicherlich auch welche in den Shop abwandern. Ein paar habe ich schon genäht. Prototypen sozusagen, wo ich noch überlege. Die hier ist mir ein bisschen zu hoch geworden. Ist so ein bisschen weihnachtlich. Ne? Innen drin so. Ich habe es noch nicht abgesteppt. Das ist nämlich so ein Wendebeutel. Kann man auch pup, 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 pup. Also mit Ecken. Und dann könnte man sich den auch hier runterkrempeln. Je nachdem, wie hoch man den braucht. Und kann hier rausstricken. Oder dreht sich der dann um mit dem Weihnachtsmuster. Genau, da weiß ich aber nicht, ob ich sowas mit in den Shop aufnehme. Und meine Taschen sind auch nicht, nennt man das verstärkt von innen. Also ich habe kein Futter drin, weil ich mag Taschen, wo Futter drin ist, auch sehr, sehr gern. Aber ich bin momentan so, ich habe eine Handtasche, die nicht sonderlich groß ist. Und ich finde es gut, wenn ich das einfach nur so zusammenknüllen kann, wenn das generell nicht so viel Platz wegnimmt. Wenn jemand mal eine Tasche von mir genäht haben möchte, weil er sagt, er findet es so cool, hier. Die Größe und das alles, aber er möchte die gerne gefüttert haben, also mit Lining innen drin. Schreibt mich gerne an, kann ich machen. Ich kann euch auch Stoff zeigen, den ich noch da habe. Also ich kann das gerne im Auftrag sozusagen nähen und dann kann ich euch das auch von innen verstärken. Das ist gar kein Thema. Und dann habe ich eine andere Größe ausprobiert, eine große, weil ich als Weihnachts- oder Neujahrsanstrick ja den Masterpiece-Cardigan von Hinterm Stein Design machen möchte. Und da dachte ich mir, da brauche ich was Großes. Da ist die Wendenaht noch nicht geschlossen und ich habe es noch nicht abgesteppt und auch noch kein Band eingezogen. Aber die ist so groß. Das ist ein so ein Quadrat, ist 20 mal 20 Zentimeter. Ne, also die ist richtig groß. Da überlege ich, ob ich die Größe vielleicht auch in den Shop aufnehmen sollte. Da müsst ihr mir mal sagen, ob ihr an sowas generell Interesse habt. Und das wären dann auch Wendeprojektbeutel. Auf einer Seite sozusagen habe ich immer was Weihnachtliches. Hier sind es die Katzen. Ich habe leider von den Stoffen immer nur ein Quadrat pro Muster, also pro Motiv. Und das regt mich auf. Hier habe ich dann auf der Seite noch das. Auf der anderen Seite hatte ich die Katze noch mal in einer anderen Farbe. Und das. Aber ich habe mir schon was anderes überlegt, dass ich drei gleiche Seiten habe und eine, die sich unterscheidet. Und das wäre es dann gewendet für den Rest des Jahres. Da sind auch nochmal Katzen. Oh, das sind Kaninchen. Nee, Blümchen. Kaninchen, genau. Das sind Totoros. Und das sind auch nochmal Blumen. Genau, die müsste ich natürlich noch absteppen und meinen Tunnelzug oben rein machen, aber das wird voraussichtlich die Tasche für meinen Masterpiece Cardigan. Genau. So, und dann sind ein paar neue Stränge in den Shop eingezogen. Ja, mache ich damit weiter, die ich euch jetzt aber nicht zeigen kann. Viele sind schon rausverkauft, ein paar sind noch da. Unter anderem sind noch zwei da aus einer sozusagen die Probe für die Stränge von Evane, für die Eve oder Evie Stränge. Die sind nicht ganz so weinrot geworden. Die sind ein bisschen, also die sind eher so magenta oder ein sehr pinkstichiges Weinrot. Und zwar müssten da jetzt noch
zwei Stränge eigentlich drin sein, weil den dritten habe ich hier. Ich habe nämlich die Stränge aufgehangen, die sind auf der Softzock-Base. Ich habe die Stränge aufgehangen und laufe oder wollte die aufhängen und laufe durchs Wohnzimmer. Mein Freund guckt und so, oh, ist aber eine schöne Farbe, da hätte ich gerne Socken draus. Naja, und sein Wunsch ist mir fast immer Befehl. Und von daher habe ich mir den schon mal weggelegt, deshalb sind nur noch zwei davon im Shop, wenn die nicht mittlerweile schon verkauft sind. Und ich hadere noch, ob das Strandtreppen werden, weil er will Überziehsocken haben, aber das ist Softsocks. Also deshalb vielleicht Strandtreppensocken. Oder ich habe von meinem letztjährigen Weihnachtsspecial habe ich noch grün. Das ist jetzt auch Softsock, aber ich habe es auch noch mal auf meiner Glitzerbase. Und ich habe hier Glitzerbase in weiß. Und ich habe überlegt, die beiden als ein zweifarbiges Bündchen zu machen. Und dann den als Hauptfarbe. Oder ich habe auch noch als Glitzer meine Weihnachtsfärbung, das Rot-Weiße. Das könnte ich mir wahrscheinlich besser vorstellen. Wahrscheinlich die beiden mit dem Rot-Weißen werden ein paar Weihnachtssocken irgendwann mal. Und die werden wahrscheinlich noch mal Strandtreppen. Oder ich mache, ich habe ja mal Test gestrickt für die Rina Lehmann, die Visitor Socks. Ja, die waren von ihr. Vielleicht stricke ich die mal in Erwachsenengröße. Das wäre auch eine Idee. Das ist dann auch nicht so langweilig zu stricken und die gehen, glaube ich, auch ein bisschen schneller als die Strandtreppensocken. Ist eine Idee, ne? Vielleicht gucke ich auch mal, ob ich die Anleitung abwandeln kann für Achtfachsockenwolle. Weil Visitor Socks, Besuchersocken, hört sich ja ganz passend an. Ey, mir fliegt hier irgend so ein Zeugs durch die Gegend, was echt tierisch in der Nase kribbelt. Oh, das ist ja echt. Und das ist so eine Tasche von Mr. Pearl in It. Die hat, glaube ich, ein Lining. Die ist relativ stabil. Und dann muss ich euch einfach zeigen, weil ich mich so verliebt habe. Das ist eine Wunschfärbung. Und ich wickel die auch für meine Kunden. Also wenn es die Zeit erlaubt und man mich fragt, ob ich wickeln kann, dann wickel ich. Bisher hat es die Zeit immer erlaubt. Dann wickel ich auch mal. Das Problem ist nur, dass ich glaube, meine gewickelten Knäuel passen nicht wirklich in meine Versandkartons. Das heißt, ich muss eine Nummer größer im Versandkarton gehen. Aber so what. Und zwar, guck mal. Sind die geil oder geil oder geil? Der Wunsch war grau mit Bäm. Und es ist grau mit Bäm. Und ich wickel die auch gerade. Ich habe jetzt keinen Knäuel hier, weil mein Kleiner macht Mittagsschlaf in dem Zimmer, wo gerade meine Wolle ist, die bald versendet wird. Aber ich bin mega verliebt. Ich überlege, ob ich mir das auch nochmal färbe. Wobei ich momentan keine Base mehr habe. Also meine Softsock-Base ist leer. Und ich kaufe auch keine neue nach. Denn jetzt kommt das Gelaber-Rhabarber. Also wer das nicht mehr hören will, dem wünsche ich eine schöne Zeit. Strickt schön, handarbeitet, macht, was immer euch Spaß macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was aber ein bisschen dauern kann, weil das wird jetzt im Laber-Rhabarber erklärt. Und zwar bekommen wir wahrscheinlich Ende dieser Woche endlich die Schlüssel für unser Haus. Ja, und dann steht Umzug an. Und Umzug mit drei kleinen Kindern gestaltet sich relativ schwierig. Vor allem, wir müssen im Haus noch streichen und wir müssen hier die Wohnung streichen. Mein Vermieter hat sich noch nicht gemeldet wegen der Kündigung. Die ist ja erst seit dem 26.10. per Einschreiben, Rückschreiben bei ihm angekommen. Ich habe jetzt noch mal per E-Mail drum gebeten, mir bitte eine Kündigungsbestätigung zu schicken und zu sagen, wer, wie, wann, wo, was wir die Übergabe machen. Und dass wir vor Januar aus der Wohnung hier raus sind. Also falls er oder sie eben Nachmieter hätte, dann könnten wir auch vorher schon die Übergabe machen, was mir entgegenkommen würde. Ansonsten ist der Dauerauftrag gekündigt ab Februar. Also die letzte Überweisung ist dann Januar. Kündigung ging ja zum 31.01. raus. Wurde angenommen per Rückschein. Da ist eine Unterschrift drauf und der Postbote hat vermerkt, dass der Empfänger das unterschrieben hat. Name wurde leider nicht ausgefüllt, aber ist mir auch egal. Dann ziehen wir ins Haus. Ich freue mich so, ich freue mich so. Und das ist endlich mal eine gute Nachricht, denn wie ihr mitkriegt, ist Dienstag und ich sitze im Homeoffice. Also ich bin schon durch mit meiner Arbeit für heute. Ich habe heute Morgen um 6 angefangen, heißt, ich konnte um kurz nach 12 Feierabend machen. Ja, letzte Woche Montag
Also erstmal fing es an, dass ab vorletzter Woche Dienstag hier die Corona-Meldung eintrudelten. Freundin und ihre beiden Kinder, die kurz vorher zu Besuch waren, positiv. Damen, zwei beste Freunde aus der Schule, positiv. Mehrere weitere Kinder aus seiner, nicht aus seiner Schule, aus seiner Klasse. Mehrere weitere Kinder aus seiner Klasse, aus der Schule, aus dem Hort, positiv. Hieß, wir haben von Dienstag an jeden Tag getestet, uns alle. Wir waren negativ, 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 negativ. Samstags und Sonntag hat der Papa getestet, war auch negativ. Und Montag teste ich und der erste Test ungültig. Ich denke so, wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit. Schicke ich ihn jetzt in die Schule, er wird schon nichts haben, ne? Ist so ein scheiß kaputter Test halt. Ach komm, du bist vernünftig, du bist nicht wie andere Eltern, wo ja eine Mail schon rumging, wo die Lehrerin gesagt hat, bitte wirklich testen. Es gibt mehr als genug Kinder, die sagen, Mama oder Papa haben den Zettel nur ausgefüllt. Ich wurde gar nicht getestet. Ich habe immer fleißig getestet. Und so habe ich da auch noch mal einen Test gemacht, weil ich dachte, okay, müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen, aber schaffen wir schon. Positiv. Das ist scheiße. Test von einem anderen Hersteller. Positiv. Noch ein Test von einem anderen, von einem noch anderen Hersteller. Positiv. Vom fünften Hersteller. Positiv. Ja, der Große hat da auch schon seit Samstag Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich habe dann den ganzen, also habe erstmal in der Schule und im Hort angerufen und habe ihn erstmal für die Woche abgemeldet, weil er auch krank war. Und ich mir dachte, okay, wenn eh positiv ist, kann ich auch gleich für die ganze Woche abmelden. So hätte ich ihn vielleicht Montag nochmal zur Schule geschickt und wenn sich das dann nicht gebessert hätte, mit seinen Erkältungssymptomen, dann wäre er auch den Rest der Woche zu Hause geblieben oder ein paar Tage. Naja, ich habe dann am Montag versucht, unser Gesundheitsamt anzurufen auf der Corona-Hotline. Von 9 bis 12 war die geschaltet. Ich habe 280 Mal angerufen, habe niemanden erreicht. Habe auf der normalen Gesundheitsamtnummer angerufen. Da wurde ich immer, wenn ich verbunden werden sollte, aus der Leitung gekickt. Dann habe ich beim Landratsamt oder wieder Zeuscheiß angerufen. Die haben mich erstmal angekackt, woher ich die Nummer überhaupt hätte und wie ich auf die Idee kommen würde, dort anzurufen. Da habe ich gesagt, ganz einfach, die steht rechts neben der Nummer von der Corona-Hotline auf der Corona-Seite. Ja, die konnten mir dann auch nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, ja, versuchen Sie es weiter. Ich habe dann eine E-Mail geschickt an die Corona-Hotline. Da kam dann nach 1,5 Stunden eine Mail und zwar, dass das Gesundheitsamt nicht für PCR-Tests zuständig sei, sondern dass ich mich an Kinderarzt oder Allgemeinarzt wenden soll und die müssten den PCR-Test bei meinem großen Sohn machen. Zwischenzeitlich, ich habe immer wieder versucht, dort anzurufen und ich habe die E-Mail geschickt und warte auf eine Antwort. Bin ich hier zum Corona-Testzentrum gefahren, zum offiziellen, die mich sofort wieder abgewiesen haben mit den Worten: Sie brauchen einen Termin, den das Gesundheitsamt für Sie macht. Ansonsten dürfen wir Sie nicht testen. Ihr Sohn hat Erkältungssymptome, der rotzt, schnieft und hustet. Wir dürfen nicht mal einen Schnelltest machen und wenn der positiv ist, danach noch einen PCR-Test. Wir dürfen niemanden mit Symptomen annehmen. Okay. Als ich dann nach Hause kam, war die E-Mail da. Da habe ich dann meinen Kinderarzt angerufen in Berlin. Die Dame hat fast geweint am Telefon. Sie kann mir nicht weiterhelfen. Sie kann mir nicht meine Krankschreibung für den Großen geben, weil keine Ärzte da sind, um die zu unterschreiben. Sie weiß nicht, ob sie am nächsten Tag noch einen Job hat. Die Einrichtung, also der Kinderarzt, wird erstmal voraussichtlich dicht gemacht, weil kein Personal da ist aufgrund von Corona und Burnout. Ja, und soweit sie informiert wäre, ist das Gesundheitsamt zuständig, um mir einen Termin für einen PCR-Test zu geben, da mein Großer ja schon 7 ist. Nur für unter 7-Jährige können das die Ärzte relativ ohne große Hürden machen. Und was ich dann später auch noch erfahren habe, denn ich habe noch 8 weitere Kinderärzte und 3 Allgemeinmediziner angerufen, die mir alle gesagt haben, nein, das Gesundheitsamt muss den Termin für sie machen bei einem offiziellen Testzentrum, das mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeitet. Denn auch hier, ja, theoretisch, 6-Jährige würden einen PCR-Abstrich bekommen. Man würde es vielleicht auch ausnahmsweise noch bei einem älteren Kind machen, aber sie sind alle überlastet, sie sind alle ausgebucht
Und einige der Praxen haben keine extra Räume und die machen generell die PCR-Tests nicht, weil sie eben keine extra Räume haben, wo sie die vermeintlich positiven testen können. Zwei Arzthelferinnen haben geweint. Einer hatte einen mittelschweren Wutanfall am Telefon, der nicht gegen mich gerichtet war. Das hat sie mir auch nochmal versichert, aber ich hatte schon verstanden, dass der gegen das Gesundheitsamt ging. Die hat nämlich auch schon seit Tagen versucht, da jemanden zu erreichen, weil das Gesundheitsamt alle an die Kinderärzte und Allgemeinmediziner verweist. So, mein Problem war, ich habe auch von denen an keine Krankschreibung für meinen Großen bekommen, weil da hätte ich vorbeifahren müssen, um die Karte einzulesen. Hätte ich gemacht. Aber die wollen keine neuen Patienten, beziehungsweise sie können keine neuen Patienten aufnehmen. Genial. Also habe ich wieder eine E-Mail. Wartet mal kurz. So, ich habe dann den Faden jetzt verloren, aber ich habe, glaube ich, nicht noch mal, doch, ich habe noch mal eine E-Mail fertig gemacht, dass ich so und so viele Ärzte durchtelefoniert habe und mir niemand weiterhelfen kann und dass sowohl die Ärzte als auch das Testzentrum, als auch in der Verordnung steht, dass das Gesundheitsamt den Termin machen muss, habe ich noch mal eine E-Mail hingeschickt, habe dann aber Dienstagmorgen jemand vom Gesundheitsamt erreicht. Die meinte, ja, nee, da müssen Sie zum Testzentrum fahren. Da sag ich, ja, Sie müssen einen Termin machen. Nein, dann müssen Sie zum Kinderarzt oder allgemein. Da sag ich, nein. Hab ihr auch noch mal die ganze Story erzählt. Sag ich, ja, was machen wir jetzt? Ich sehe ja ganz einfach. Sie nehmen jetzt meine Daten auf und dann geben Sie mir einen Termin. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann habe ich meine Daten angegeben, die Daten von meinem Sohn angegeben. Dann meinte sie, lebt ihr Mann mit Ihnen zusammen? Dann sage ich, mein Freund, ja, wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Ja, dann brauche ich auch da die Daten. Sie sind doppelt geimpft. Ja, sie hier, pups. Und er, ja, pups. Und ich sage, aber er ist nicht hier gemeldet in der Wohnung. Hä, wieso? Das ist ja, weil wir ein Haus gekauft haben und jetzt die Ummeldung sich dafür nicht gelohnt hätte. Ach so, ja, nee, dann lösche ich den Datensatz wieder. Dann brauchen wir den nicht als Kontaktperson. What? Aber okay, dann habe ich gefragt, naja, wie sieht es denn aus? Wie lange ist denn Quarantäne bzw. Selbstisolation? Ich habe ja gelernt, wenn jemand Corona hat, ist er in Selbstisolation. Wenn jemand nur Kontaktpersonen hatte, ist er in Quarantäne. Ist ein Unterschied. Gut. Naja, der Große 14 Tage und der Kleine 10 Tage. Okay. Also für meinen ab Symptombeginn. Ne? Symptombeginn war samstags. So. Heißt, mein Kleiner ist heute den letzten Tag in Quarantäne, mein Großer ist bis Samstag in Selbstisolation. Mein Großer war gestern Abend noch positiv. Soll ich meinen Kleinen dann morgen in die Kita schicken, obwohl der Bruder noch Corona-positiv ist? Natürlich nicht. Also mache ich nicht. Wir bleiben noch hier zu Hause. Und wenn mein Großer auch Samstag bzw. Montag früh noch positiv ist, wird er auch Montag nicht in die Schule gehen, sondern dann bleibt er zu Hause. Denn das Geilste war, wir haben einen Termin bekommen für den PCR-Test. Und wir fahren zu dem PCR-Test. Zwischenzeitlich habe ich zu Hause um die 15 Tests gemacht von verschiedenen Anbietern und auch diese Lolli-Tests. Die Lolli-Tests waren bei uns immer negativ, diese Mundabstrich-Tests. Die Tests aus der Nase. Ganz schnell positiv, aber zwei so dicke rote Linien, da konntest du gar nicht, also kein Zweifel. Wir fahren zur Teststation. Ich sage der Dame, übrigens, ganz kurios, die Lolli-Tests sind immer negativ, die in der Nase sind positiv. Ja, nee, das ist nicht kurios. Dann hat er die Virenlast mehr in der Nase als im Mund. Komm, wir machen einen Rachenabstrich. Mach mal auf. Ich so, wäre es dann nicht besser, Nasenabstrich zu machen? Nee, wenn er Corona-positiv ist, dann hat er die auch im Rachen. Und unter 12 machen wir keine Nasenabstriche. Okay. Am nächsten Tag, genau, für Mittwochs haben wir den Termin gekriegt. Donnerstag um 16 Uhr kam das Ergebnis negativ. PCR-Test negativ. So, jetzt könnte man ja stumpf sein und sagen, okay, PCR-Test ist negativ. Ab morgen geht der Große wieder in die Schule. Ich bin aber nicht stumpf. Ich bin ein Mensch, der denken kann, der mitdenkt. Und der sich denkt, wenn du 15 positive Nasentests hast und die Mundtests immer negativ sind und der PCR-Test ein Mundtest war, was macht man da? Ich habe meinen Freund angerufen, der hat seinen Bekannten angerufen, der leitet hier ein Testzentrum. Der hat gesagt, das ist so kurios, habe ich noch nie gehört, komm vorbei. Dann haben wir da drei medizinische Schnelltests gemacht mit Rachen-Nasen-Abstrich, also kombiniert. Alle drei positiv und zwar nicht leicht positiv.
Und dann war, ja, was machen wir jetzt? Ich so, ja, PCR-Test. Ja, aber dann musst du den bezahlen. Zumindest die Laborkosten musst du bezahlen. Ich so, ja, wie hoch sind die denn? Ja, 56 €. Oder ich informiere das Gesundheitsamt und dann melden die sich bei dir und dann kriegst du einen neuen Termin. Und dann sage ich, ja. Und dann muss ich wieder zu der offiziellen Teststelle und die machen wieder einen Rachenabstrich und dann ist der wieder negativ. Genau. Ich gucke ihn an und wir alle hier in der Handarbeitswelt, wir wissen, wie viel Geld wir für Wolle und Nadeln ausgeben. Habe ich mir gedacht, ey komm. 56 € ist nicht wenig, aber die Gesundheit meines Kindes und die der anderen Leute um mich herum ist es mir definitiv wert. Dann haben wir den Abstrich gemacht und haben am nächsten Tag um 13 Uhr, also um 17 Uhr haben wir den Abstrich gemacht, um 13 Uhr hatten wir dann das Ergebnis positiv. War auch ein Rachen-Nasen-Abstrich. Und zwar so positiv, dass der Leiter des Labors den Leiter des Testzentrums angerufen hat und mitgeteilt hat, dass das Kind hochinfektiös ist, dass eine sehr hohe Virenlast in der Probe ist, was wohl sehr außergewöhnlich wäre in Anbetracht dessen, dass der erste positive Test ja schon fast 1,5 Tage vorher stattfand. Das habe ich dann dem Gesundheitsamt auch mitgeteilt. Genauso, ich habe alles nochmal aufgeschrieben vom Urschleim. Und habe gefragt, was sie für Unterlagen, erstens, wie geht's weiter und zweitens, was für Unterlagen brauchen Sie, um mir den Test zurückzuerstatten? Denn der von Ihnen angeordnete war ja wohl eindeutig fehlerhaft. Antwort? Ja, das Kind bleibt erstmal in Quarantäne, so wie es mir am Telefon gesagt wurde. Es wird sich nochmal jemand bei mir melden. Irgendwann kriege ich auch mal eine Bescheinigung, die ich meinem Arbeitgeber und der Schule vorlegen muss. Aber das kann noch dauern, bis sich jemand dann auch bei mir gemeldet hat. Deswegen, solange muss ich meinen Arbeitgeber einfach gedulden. Eine auch mündlich oder telefonisch oder per E-Mail angeordnete Quarantäne ist eine behördliche Anordnung, die durchgesetzt werden muss. Ich habe nirgendwo schriftlich, wie lange die Quarantäne gelten soll. Also in der E-Mail stand noch, die Quarantäne ist 14 Tage ab der ersten Symptome oder ab positiven PCR-Test. Die Symptome waren samstags, der PCR-Test war danach die Woche Donnerstag. Beziehungsweise das Ergebnis am Freitag. Heißt, entweder ist mein Großer diesen Samstag aus der Quarantäne raus oder wenn er dann noch positiv getestet sein sollte am Montagmorgen, dann lasse ich ihn noch eine Woche länger bis Freitag in Quarantäne. Super. Ich bin mal gespannt, wann sich jemand vom Gesundheitsamt bei mir meldet. Auf die letzte E-Mail vom Dienstag hatte ich nämlich Freitagvormittag einen Anruf bekommen, ob ich denn noch einen PCR-Test bräuchte. Ach, und PCR-Tests, auf eigene Kosten oder eigenständig gemachte PCR-Tests werden vom Gesundheitsamt nicht erstattet. Ich soll mich doch gefälligst bei meiner Krankenkasse melden und gucken, ob die mir das bezahlen. Ernsthaft. Das nächste Mal bin ich einfach ganz stumpf, auch wenn ich weiß, da ist Corona. Nö. Dann nehme ich mir das Kind oder falls ich es kriegen sollte, obwohl ich doppelt geimpft bin, meine Freundin ist auch geimpft. Und trotzdem erkrankt, dann nehme ich mir das Kind, gehe mit dem Kind ins Gesundheitsamt, setze mich bei der Dame an den Tisch und sage, wie sieht's denn aus? Ich hatte so und so viele positive Nasentests, aber der PCR-Test im Rachen sagt, es ist negativ. Schicke ich das Kind, was Corona hat, jetzt in die Schule oder sind Sie sich so sicher, dass es Ihnen jetzt auch nichts ausmacht, dass ich mit dem wahrscheinlich Corona-positiven Kind hier bei Ihnen im Büro sitze? Denn das ist das gleiche Gesundheitsamt, das meinen Großen ja nicht zur Schuluntersuchung weiter untersucht hat, weil er beim Ausfüllen der Zettel mit Kopf runter die Nase hochgezogen hat. Ja, also so viel dazu. Ich bin froh, dass ich alles tue, was in meiner Macht steht. Also ich bin doppelt geimpft, mein Freund ist doppelt geimpft. Sobald die Impfung, ja gut, mein Großer ist wahrscheinlich jetzt aus der Sache erstmal raus mit der Impfung für unter 12-Jährige, weil er ja erstmal genesen ist. Ich glaube, da hat er jetzt ein halbes Jahr, darf er dann eh nicht geimpft werden. Ansonsten, sobald er geimpft werden kann, wird er geimpft, denn einfach die Folgen, wenn man nicht geimpft ist, sind deutlich höher als das Risiko, dass beim Impfen irgendwas passiert. Und auch die Nebenwirkungen. Also jede Frau, die die Pille schluckt, hat ein viel größeres Risiko an Thrombosen oder sonstigen zu erkranken als mit der Impfung. Und ich selber bin jetzt nicht mit einem hypermedizinischen Background, aber ich arbeite in einer Firma, in der Pharmaindustrie, bei der bösen Pharma-Mafia. Und mein Arbeitgeber hat die Impfung für sich so sicher empfunden, dass er allen seinen Mitarbeitern auch ein Impfangebot unterbreitet und alle auch dazu anhält, die Booster-Impfung zu machen. Und
Ich vertraue deutlich mehr den Leuten, die auch selber Arzneimittel entwickeln, die Impfungen entwickeln, die da wirklich Ahnung von haben, dass die nicht ihre gesamte Führungsriege und alle ihre Angestellten da einem Risiko aussetzen. Außerdem habe ich mich auch belesen auf vernünftigen Seiten und also Robert-Koch-Institut zum Beispiel. Und ich nehme lieber so einen schmerzenden Arm oder irgendwas in Kauf. Ja, es gibt auch Nebenwirkungen wie Allergien oder so. Die kannst du aber immer gegen irgendwas haben. Und wie gesagt, ich bin froh. Ich habe mich bisher auch nicht angesteckt, obwohl ich ja Zeit mit meinem Großen verbringe, weil ich ja auch Homeschooling mit ihm machen muss. Mein Kleiner ist ja strikt isoliert vom Großen. Der hat sich auch nicht angesteckt. Mein Freund ist erstmal kurzfristig hier ausgezogen, geflüchtet sozusagen in seine Wohnung, damit er sein Kind sehen kann. Hat er sich selber jetzt eine Woche in Quarantäne begeben und wird dann heute das erste Mal seinen Sohn wiedersehen, nach fast 2 Wochen. Und ja, mein Großer hatte jetzt keinen wirklich schweren Verlauf, aber Husten, also Schnupfen ist ja kein Corona-Symptom, aber Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber. Es hat gereicht die Woche über, die letzte Woche. Er wird jetzt gerade wieder fit, was es natürlich im Homeschooling und mit Homeoffice und 2 Kindern, die fit sind, nicht unbedingt erleichtert. Aber ich bin froh, dass wir hoffentlich das Schlimmste überstanden haben und auch hoffe ich, dass er keine Langzeitfolgen hat. Also kann ich nur an alle appellieren, wenn ihr euch impfen lassen könnt, macht es. Wenn ihr nicht unbedingt auf Weihnachtsmärkte oder sonst was müsst, dann geht da nicht hin. Mein Chef hat seine Geschäftsreisen alle abgesagt nach Deutschland. Er hat unser Christmas Dinner abgesagt. Er hat das Abschiedsfrühstück. Er hat alles abgesagt und hat gesagt, Leute, wenn ihr nicht unbedingt ins Büro kommen müsst, bleibt zu Hause, bleibt im Homeoffice, geht wirklich nur dann unter Menschen, wenn es wirklich nicht anders geht. Schützt euch, tragt Masken, lasst euch impfen, haltet Abstand. Ja, von daher. Benutzt einfach mal euren Menschenverstand und wenn hier die mir sogenannte Aluhutträger zugucken, die das jetzt extrem angegriffen hat, was ich gesagt habe, Leute, deabonniert mich. Ganz einfach. Ich habe auch mit einem eigentlich jetzt, also jetzt ehemals guten Freund nach 18 Jahren Freundschaft gebrochen, weil er einfach zu den Corona-Leugnern zählt. Er versteht nicht, warum er Abstand halten sollte, warum er eine Maske tragen sollte, warum er, wenn sein Kind auf der Intensivstation ist, nicht hinein darf, wenn er nicht geimpft ist und die geimpfte Mutter schon dort ist, dass eben nur eine Person oder man muss geimpft, genesen oder getestet sein. Und wenn er sich verweigert, dann einen Test zu machen oder sonst was, ist er halt selber schuld. Weil was kostet es euch, wenn ihr aus welchen Gründen auch immer euch nicht impfen lassen wollt? Ja? Ich finde es immer noch nicht gut, aber ich kann für euch nicht entscheiden. Ihr habt eure Gründe, ist okay. Ne? Ich sage nicht, ihr müsst euch impfen lassen. Aber dann belehrt mich nicht und macht mich nicht runter. Das hat er nämlich getan, weil ich geimpft bin. Ich hätte mir meine letzte Gehirnzelle wegimpfen lassen und bla bla bla. Aber dann müsst ihr auch, wenn irgendwo eine Testpflicht ist, dann macht ihr halt so einen Scheißtest. Die sind jetzt wieder kostenlos. Und das ist doch wirklich, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Einen Test zu machen, dann habt ihr das Ergebnis. In den meisten Fällen werdet ihr sicherlich negativ sein. Und wenn ihr positiv seid, ja, dann könnt ihr zumindest zum Arzt gehen, euch krank schreiben lassen, bla bla bla. Aber dann meckert doch nicht, dass ihr nicht ohne Test irgendwo reinkommt. Ja? Also, wie gesagt, ich schreibe niemand vor, dass er etwas machen muss. Ich appelliere nur, dass wer sich impfen lassen kann, dass das vielleicht machen lässt, wenn nicht irgendwelche kruden, wichtigen Gründe wirklich dagegen sprechen. Und wenn man halt wirklich gegen das Impfen ist, ja, dann ist das auch eure Entscheidung. Die muss ich nicht gut finden, die finde ich auch nicht gut, aber letztendlich ist es eure Entscheidung. Ihr müsst aber auch damit leben, dass wir uns schützen wollen und dass dazu auch Tests zählen, Abstand halten und, und. Und dann haltet das doch einfach ein. Ihr macht ja auch einen Führerschein, bevor ihr Auto fahrt. Klar könntet ihr auch Auto fahren, ohne den Führerschein zu machen. Aber es ist nicht erlaubt und es ist nicht gerade für die Sicherheit der anderen Menschen. Also, macht, was ihr wollt, aber geht nicht auf die Leute los, die versuchen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sich und ihre Liebsten zu schützen. Es ist wirklich für mich mega hart gewesen und es ist auch jetzt noch hart, aber als er auch noch wirklich krank war, meinen großen kleinen Mann da so leiden zu sehen und nicht mal abends, oh, mir kommen die Tränen,
Er hatte so Schmerzen, ja. Und ich habe ihm schon so ein Fieber und Schmerzensaft gegeben. Und er wollte einfach nur, er lag nur da und meinte, Mami, Mami, mir tut alles so weh. Kannst du bitte mit mir kuscheln? Kannst du dich zu mir ins Bett legen? Und ich musste sagen, nein. Es geht nicht. Um deinen Bruder zu schützen, kann ich mich nicht zu dir legen. Mir ist es egal, ob ich krank werde. Aber nicht der Kleine. Und deshalb, ja, versuch die zu schützen, die sich noch nicht selber schützen können. Und jetzt ist eh Winter, es ist uselig kalt draußen. Wenn ihr unbedingt raus wollt, macht einen schönen Spaziergang. Danach geht nach Hause, macht euch einen Tee, heiße Schokolade, Kaffee. Nehmt euer Handarbeitszeug raus oder ein gutes Buch und ja, schützt euch und alle anderen. Und wir sehen uns sicherlich demnächst wieder. Vielleicht schon im neuen Haus. Ich muss mal gucken. Wenn wir diese Woche die Schlüssel kriegen, sieht es vielleicht ganz gut aus, weil wenn wir umziehen, habe ich eh nicht so viel zu handarbeiten. Erst dann wieder, wenn wir dort wohnen. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Und sorry für die kleine Moralpredigt, aber es musste einfach mal raus. Ich habe es jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn jemand, den man liebt, erkrankt ist und was man sich für Sorgen macht. Und das wünsche ich niemandem. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.